Heutzutage kann man mit computergestützten Methoden, basierend auf Ergebnissen aus dem Labor, wie zum Beispiel Sequenzierung, die prädominante Variante des Grippevirus für das kommende Jahr schon sehr gut bestimmen. Was jedoch noch nicht so gut klappt, ist die Pathogenizität des Virus sowie die Infektionsrate bei Menschen verlässlich vorherzusagen. Daran arbeiten wir.